Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dream Valley mit mir, Demian. Boah, jetzt wird das wahrscheinlich das erste Mal sein, dass ich nicht alle Münzen hier einsammle. Weil die so mega so kacke verteilt sind. Ah, doch. So. Also, zuerst muss ich zu Buzz. Da oben. Gute Arbeit, Space Ranger. Du hast eine Menge Außerirdische gerettet. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es da draußen noch mehr rumschwören. Ich werde meine Aufklärungsmission fortsetzen und dir Bescheid sagen. In der Zwischenzeit möchte ich dich für einen guten Mitarbeiter belohnen. Während ich nach den Außerirdischen Ausschau gehalten habe, habe ich ein Geschenk für dich zusammengestellt. Nennen wir es ein Versorgungspaket der Space Ranger. Ein paar Ressourcen, die du vielleicht nützlich findest. Danke, Buzz. Keine Ursache, Jan. Was hat mit wertvollen Ressourcen aus dem Tal gefüllt? 5 Eisenbahn, 5 Lehm, 20 Hartholz. Okay, dann muss ich jetzt zu Eric. Wo ist R? Eric? Da unten. Bei sich zu Hause. Das ist unglaublich, Jan. Du hast alles gefunden, was ich brauche. Ich werde den Tauchanzug zusammenbauen und zu meiner ersten Expedition aufbrechen. Wir sehen uns, wenn ich zurück bin. Nun, mein Tauchgang war ein großer Erfolg. Ich habe alles mögliche seltsame und mystische Dinge auf dem Meeresboden bei diesen Ruinen gefunden. Falls du daran interessiert bist, die Pläne dafür befinden sich bei mir zu Hause. Vielleicht kannst du ein paar davon verwenden, um Dinge für das Tal zu bauen. Klingt großartig. Und hey, jetzt wo ich gefunden habe, wonach ich gesucht habe, werde ich diesen Taucherhelm nicht mehr brauchen. Ich würde ihn dir gerne geben. Ein Taucherhelm? Er ist so nützlich. Schwer, wie kann man mit diesen Dingen herumlaufen? Keine Angst, du wirst dich daran gewöhnen. Oh, und Ariel und ich möchten, wollten auch, dass du das hier bekommst. Wir können dir nie genug danken, Jan, aber vielleicht gibt dir dieses Geschenk von uns eine Vorstellung davon, wie viel du uns bedeutest. Herzlichen Glückwunsch! Sofa. Was habe ich jetzt hier bekommen? Tauchhelm. Wäre geil, wenn ich wirklich damit tauchen könnte.
Ey, wo ist denn das Schiff? Miniaturboot. Okay, dann hier noch die Beeren sammeln. Kaffeebohnen meine ich. Hier drüben. Kehre zu Stitch zurück. Er ist da drüben. Kann ich eine Schnellreise rüber machen? Aloha! Akatiki Boa Boa Kaffeebohnen. Wie trinkst du deinen Kaffee, Stitch? Mit ein bisschen Milch, mit Streuseln, mit Kokoskuchen, mit ein bisschen Milch. Hm, weiß nicht. Vor dem Vergessen hat Remy Stitch Kaffee gemacht. Dann sollte ich wohl mit Remy sprechen. Wir könnten ihm mitteilen, dass er wieder Kaffee auf seine Karte setzen kann. Dankeschön. Bei Donut Duck. Bei Dagobert Duck, mein Güte, ey. Hey Jan, was hast du da? Moment, sind das Kaffeebohnen? Stitch und Wally haben mir geholfen, einen neuen Baum voller Bohnen zu pflanzen. Bald wachsen sie überall im Dorf. Das ist fantastisch. Ich kann meinem Menü so viel hinzufügen. Was soll ich zuerst machen? Vielleicht etwas Schönes und Schaumiges, dass man einen Kuchen essen kann. Ich habe genau das Richtige. Gib einen Schuss Milch zu den Bohnen, dann lass es aufschäumen, damit es perfekt wird. Dann hast du im Handumdreh eine Latte. Das ist eine gute Idee, aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Vielleicht etwas mit Schokolade? Nun, wenn man die Bohnen mit ein wenig Milch und etwas Schokolade zusammenmischt, hast du einen köstlichen Mokka. Klingt toll, aber ich glaube, ich brauche etwas anderes. Ich brauche nur etwas Einfaches, um Stitch zu helfen. Nun, bei hochwertigen Bohnen wird dieser ist Einfachheit angesagt. Du kannst sie jede andere Mahlzeit zubereiten. Aber gib in Stitch nicht vor dem Schlafen gehen. Eine Tasse pro Tag ist wahrscheinlich genug bei Stitch. Bei Stitch gibt es so etwas wie zu viel Energie. Eine Tasse pro Tag ist wahrscheinlich genug. Achso. Danke. Koch an der Kochstation einen Kaffee für Stitch. Wo finde ich denn Kaffeebohnen?
Stitch, bist du noch unten? Ja. Hilf Stitch, jetzt! Hallo? Kaffee! Er ist frisch gekocht. Stitch trinkt sofort leer. Oh je. Ducky da! Stitch nicht mehr müde. Ah, das ist gut. Jetzt kannst du mit deiner Energie dem Dorf helfen. Ja, böse Meter ganz niedrig. Wenn Dorf helfen. Stitch kann mit Energie Wally beim Gartenarbeiten helfen. Jetzt sofort. So, Gabba Akakokta. Okay. So langweilig. Findest du etwas, das Stitch tun könnte? Okay, wir suchen dir ein Hobby. Was hast du bisher für Hobbys ausprobiert? Zuerst Donald Streiche spielen, aber dadurch Bösometer zu hoch. Danach Teller waschen, um Remi zu helfen, aber Teller immer zerbrochen. Ganz viele. Dann Merlin mit Büchern geholfen. Das hat Merlin sicher gefreut. Nagataka-ba. Stitch Bücher. Nach Größe, Farbe und Köstlichkeit sortiert. Aber Merlin wusste nicht, wo Bücher hin sollen. Stitch sagt, koste sie, um zu sehen. Oh, vielleicht sollte deine Hobby etwas sein, das du alleine tun kannst. Etwas, bei dem du dich entspannen kannst, ein bisschen Dampf ablassen kannst, deine Fantasie freien Lauf lassen kannst. Fantasie? Oh, Stitch, viel Fantasie beim Fernsehen. Stellt sich Leuten in lustigen Hüten vor, die Eis essen. Fernsehen? Vielleicht wäre das ein gutes Hobby für dich. Aber Stitch Fernseher kaputt? Kein Problem, wir werden ihn reparieren. Hier. Wie können wir reparieren? Es scheint nur ein bisschen angeschlagen zu sein. Für die Reparatur brauchen wir Teile zum Basteln, Goldbarren und Glas. Ist gut, danke. Teile zum Basteln. Was braucht man nochmal für Teile zum Basteln? Fünf Stück. So, repariere einen kaputten Fernseher. Wo ist der da? Ist das Haus jetzt markiert?
Juppie, Fernseher nicht kaputt. Jetzt Fernsehen. Sehen uns etwas an, das zum Nachdenken anregt. Spann es an. Spannend? Oh. Okay, ich weiß, was wir uns ansehen. Monsterfilme. Setzen wir Fernsehen. Tuki baba. Sehr gruselig. Siehst du, Riesenmonster macht Gebäude kaputt. Macht grr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 
Das einzige Monster hier in der Nähe ist dieses kleine Biest. Ich hatte kaum einen ruhigen Moment, seit er im Dorf wieder herumläuft. Erst neulich hat er mich wegen meines Stands auf dem bösen Meter belästigt. Kannst du das glauben? Bring ihn hier weg, bevor etwas Unglückliches passiert. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. So toll. Ursula ist böses, traurige Monster, ja? Stitch will mehr Seemonster sehen, vielleicht nettes. Ein nettes Seemonster? Naja, Ariel ist zwar kein Monster, aber sie kommt aus dem Meer. Sie ist eine Meerjungfrau. Oh, Meerjungfrau. Aber Ariel kann ihre Form ändern, deshalb sieht sie nur manchmal wie eine Meerjungfrau aus. Form ändern wie Stitch, wenn er wünschen ist? Oh yeah, Stitch will sie ein Abenteuer erleben. Okay, besuchen wir Ariel. Hallo Ariel, Jan sagt Stitch, dass du Meerjungfrau bist, Form wandelt. Stitch, es ist so schön, dich zu sehen. Oh, du bist netter Meermensch, nicht wie Ursula, wie gemein. Ja, du solltest in der Nähe von Ursula vorsichtig sein. Sie täuscht Leuten gerne, um zu bekommen, was sie will. Sie hat mich eins ausgetrickst und mir die Stimme gestohlen. Stimme gestohlen? Du konntest nicht sprechen? Ich konnte nicht sprechen, nicht singen. Könntest nicht singen? Konntest nicht singen, so? Oh, es war einfach schrecklich. Ich singe so gerne. Aber als Ursula meine Stimme hatte, konnte ich keinen einzigen Ton singen. Aber keine Sorge, ich habe sie wieder. Was du dir wohl denken kannst, da ich mit dir rede. Puh, Ducky da. Stitch, froh, dass Ariel gut geht. Wenn ich Stimme verliere, ich sehr traurig. Ich auch, dann könnte ich nicht singen. Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich nicht singen könnte. Ja, Stitch will singen. Moment mal, du machst gerne Musik? Das ist genau richtig. Da hätte ich vorher drauf kommen sollen. Dein Hobby könnte Musik sein. Du könntest ein Konzert geben und das ganze Dorf einladen. Oh, Idee gefällt Stitch. Geh jetzt Musik üben für Konzert. Dann kann Stitch Musterbürger sein. So, bei ihr kommt keine weitere Aufgabe, bevor ich da weiter bin. Die gute Fee. Mit ihr müsste ich angeln gehen. Wo ist die denn hin? Da. Gut, da bist du ja. Magst du Tiere, mein Lieber? Hast du Haustiere? Nein, ich habe keine. Nicht? Ich war nur neugierig. Falls ihr mal einen Kutscher brauchen
Oder Pferde, die die Kutsche ziehen. Wunderbar. Wir haben viel zu tun, weißt du? Oh. Dann werden wir mal einen Fisch fangen. Ich muss auch mein Outfit wieder ändern. So, ja. Gut. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.